Wörter. Ja. Ich schmeiß dir zwei Begriffe hin, du schmeißt zurück, ja? Harley Davidson. Lebensgefühl. Harley Davidson Charity Tour. Ein wenig von dem, was wir haben, zurückgeben. Wann bist du zu Harley gekommen und wie? Das ist eine sehr lange Geschichte, aber das Wann ist der leichtere. Wir haben Zeit. Das Wann ist der leichtere Teil. Das war vor ziemlich genau 11 Jahren. Am 20. Juni, also vor 3 Tagen, jährte sich mein Eintritt in die Firma zum 11. Mal. Und ich habe mich tatsächlich auf eine Jobannonce im Internet beworben bei Harley Davidson und wurde genommen. Und was fährst du privat für ein Bike? Aktuell habe ich gar keins in der Garage stehen. Ja. Mein letztes Bike war eine Panamerika. Okay. Aber die war so beliebt, dass sie... Die musstest du hergeben, die musste ich hergeben, weil es ausverkauft ist. Ja. Ja. Da blieb mir nichts anderes übrig. Ja, ja, und mit der Charity Tour bist du in Berührung gekommen. Wann? Und was hast du da für Emotionen dazu? Ja, es ist eine genauso 11-jährige Geschichte bei mir. Einer meiner ersten Händlerbesuche damals war bei der Firma Fischer. Da durfte ich dich, Ferdinand, auch kennenlernen. Und der damalige Geschäftsführer hat mich auch sofort von Harley Davidson hat mich auch sofort eingeteilt, hat gesagt, du bist in Österreich, du machst da mit. Und ich wurde dann sozusagen ins kalte Wasser geworfen, weil meine erste längere Ausfahrt mit einer Harley war tatsächlich die Harley Davidson Charity Tour 2011 auf einer damaligen Fatboy. Sehr cool. Und ich weiß noch, dass ich dort meine Sünden abgebüßt habe, teilweise im strömenden Regen, etc., etc., aber auch schon damals war es beeindruckend. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Situation in St. Johann im Pongau, wo unser Rainer Schwarz, der Stuntfahrer, da war. Die Straße war nass. Die Gemeinde hat ein Gebläse organisiert, die Straße aufgetrocknet, damit der seine Stunts machen kann. Und wir sind dann halt, genauso wie auch dieses Jahr und die Jahre davor, außer die letzten zwei, durch die Lande gefahren und es war wirklich beeindruckend zu sehen, mit teilweise bis zu 300, schätze ich, sind wir da durch Österreich gefahren, mit welcher Begeisterung man überall empfangen wird, wie hier jetzt im Völkermarkt, auch wieder tolle Stimmung, tolle Atmosphäre und ja, seither bin ich dabei, auch als aktives Mitglied im Charity Fonds, Vorstand etc. Also mache ich gern und opfere dafür auch gern einen Teil meiner privaten Freizeit natürlich. Ja. Du hast es schon erwähnt, du bist schon lange dabei. Die Tour selber gibt es noch länger. Ja. 25. Tour heuer. Was löst das bei dir aus? 25, die Zahl 25. Ja, erstmal ist natürlich ein schönes, rundes Jubiläum. Umso schöner, dass es für den guten Zweck seit 25 Jahren sowas gibt. Was für mich auch ganz wichtig ist. Und darüber, ich sehe es auch jetzt wieder, die Leute fahren vernünftig. Die Exekutive unterstützt uns. Es ist eigentlich so gut wie unfallfrei abgelaufen in den letzten 25 Jahren. Und ich hoffe, dass das die nächsten 25 und mehr Jahre so weitergeht und dass wir von Harley Davidson auch weiterhin unseren Beitrag dafür leisten dürfen. Ja. Das hoffe ich noch viel mehr. Ja. Ja, laut für die Leisen, stark für die Schwachen ist unser Motto. Unter dem wir fahren, kannst du damit was anfangen? Vielleicht insofern, als dass ich auch hin und wieder die Aufgabe habe, mal eine Familie, die von uns Unterstützung braucht, zu besuchen. Und ja, wir können ein Stück von dem, wie ich vorher schon gesagt habe, von dem, wo es uns vielleicht besser geht, anderen zurückgeben, die es deutlich notwendiger haben als wir. Und ich kann nur jedem sagen, wenn er einmal auch gesehen hat, wie es tatsächlich diesen Menschen und diesen Kindern vor allem geht, der kann sich nur glücklich schätzen, dass er selber gesund ist und gesunde Kinder hat und jeder, der kann, sollte hier auch mal seinen Beitrag leisten, denke ich mal. Ja. Wie erlebst du denn die Menschen, die wir im Rahmen dieser Tour treffen, sei es bei den Events, sei es auf der Straße, was passiert da mit dir? Ja, es ist immer wieder ein Gänsehaut-Feeling, sage ich jetzt einmal, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung, also man kommt ja aus dem Winken nicht heraus, wenn man in dem Dross mitfährt,
Weil spätestens wenn die ersten 10 vorbei sind, stürmen die Leute in ihren Gärten, jetzt ist halt heute Gott sei Dank schönes Wetter auch noch dazu, an den Gartenzaun, ans Gartentor und winken uns zu und winken 10 Minuten lang, solange wir halt vorbeifahren. Ja, das ist super. Saddle Up and Help, auch nächstes Jahr mit Bernhard Hübner. Ja, so Gott will, ist Bernhard Hübner natürlich wieder dabei. Und jetzt fahren wir mal noch ein Stück mit und dann schauen wir, dass das alles dieses Jahr gut über die Bühne geht. Ich freue mich auch, wenn hoffentlich alles gut geht und wir die Gala wieder machen dürfen, das tolle Motorrad dann verlost wird. Also ihr werdet mich nicht los. Sehr gut, vielen Dank. Ja. Ein Wort. Danke dir.